Moin Leute, willkommen im Bruderland. Ich zeige euch mal dieses Ding hier. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Wenn ihr Kinder habt, dann wisst ihr es vielleicht. Und zwar ist das hier ein Tipptoy-Stift. Und mit diesem Tipptoy-Stift, der ist von Ravensburger, gibt es so lustige Bücher, die Tipptoy-Bücher, mit denen man quasi diese Stifte nutzen kann. Und hier ist ein Lautsprecher und dann quasi mit den Büchern interagieren kann. Ich habe dieses Ding, oder ich habe einige von diesen Dingern, weil ich zwei Kinder habe und diese Tipptoy-Bücher sich in Sachen Urlaub immer sehr ausgezahlt haben. Und ihr fragt euch, was mache ich jetzt für ein Video hier, ne? Und der Grund dafür ist, weil es nämlich einen neuen Tipptoy-Stift gibt. Und der ist nicht nur alleine, sondern der hat mittlerweile eine Ladestation. Und wenn es WLAN hat, dann teste ich es auch. Und deswegen gucken wir uns jetzt quasi die neue Generation von dem Tipptoy-Stift an, in Verbindung mit der Ladestation. Und ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich mal überraschen. Vielleicht noch die einzige Vorab-Info. Wir fangen mit dem Tipptoy-Stift an. 2 Plus, ja, kennen wir. Der hat sich von der Optik ein wenig verändert. Und ich glaube, was auch ganz interessant ist, der hat jetzt, glaube ich, mittlerweile einen Akku verbaut. Das heißt, man muss nicht mehr Batterien wechseln, sondern einfach einen Akku. So, wir haben hier einmal den Stift. Dann haben wir hier noch ein Micro-USB-Kabel. Das ist immerhin ein Fortschritt, weil vorher war hier nämlich so ein, was ist denn das, Mini-USB? Ja, also immerhin sind wir jetzt bei Micro-USB angekommen. USB-C suchen wir hier vergeblich. Ansonsten haben wir hier noch ein bisschen Informationsmaterial, aber das können wir mal getrost in die Tonne treten. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, also wie gesagt, das ist jetzt die Unterseite, ich zoome mal ran. Wir haben jetzt hier so Kontakte, also jetzt einmal ein Micro-USB-Anschluss. Dann sind hier noch so Kontakte, die sind für die Ladestation. Und, ein An-Knopf haben wir jetzt auf der anderen Seite. Gut, das war jetzt der mit der Mikrofonfunktion. Ich hoffe, der Lautsprecher ist jetzt besser geworden. Und was viel interessanter ist, ob diese Vorderseite sich verändert hat. Weil das ist, wenn man Kinder hat, die daran rumknabbern, geht der relativ schnell, weil hier ist so eine kleine Minikamera drin, dann geht das relativ schnell kaputt. Und ich hoffe, das haben die jetzt mal ein bisschen verbessert. Aber ihr seht, ansonsten von der Größe sind die relativ gleich. Und wie gesagt, wir sind bei Micro-USB angekommen. Normalerweise würde ich das Ding jetzt per Kabel an meinen PC anschließen. Und dort gibt es die Tipptoy Manager App. Und der kann man dann quasi diese ganzen Bücher hier draufladen und dann das jeweilige Buch damit nutzen. Aber wir wollen jetzt die Tipptoy-Ladestation. Was haben wir hier drin? Haben wir hier was drin? Aha, hier haben wir ein Micro-USB-Kabel wieder. USB-A auf USB. Hier ist noch ein Netzteil drin. Ja, aber das, ihr seht schon, das ist einfach ein Stück normales Netzteil mit USB-A. Da könnt ihr jedes Netzteil, jede Steckdose, die einen USB-Anschluss hat, benutzen. Und hier haben wir die Ladestation. Haben wir hier sonst noch was drin? Noch mehr Papierkram? Also nein. So, das hier ist die Ladestation. Ist auf jeden Fall größer als dieses kleine Mini-Ding, was man vorher beim Tipptoy-Stift hatte, wo man den einfach reinstellen konnte. Und dafür musste er ja auch quasi, ja, es ist magnetisch, ja, es hält. Also magnetisch ist dieses Ding schon mal, das heißt, das Ding rastet dann ein, gut. Und diese Ladestation benötigt Strom. Was ich nämlich jetzt suche, ist, wie richte ich dieses WLAN ein? Das wird nämlich der interessante Part. Also, hier ist nämlich ein Knopf, der wird bestimmt auch irgendeine Funktion haben. Muss ich hier doch mal die Anleitung schauen? Also, hier ist ein QR-Code, immerhin etwas. Der Schnellstart. Schauen wir mal, wo uns dieser Schnellstart hinführt.
Dann landen wir bei einer Anleitung zur Einrichtung der Ladestation. Bevor Sie Ladestation nutzen können, um Audiodateien automatisch herunterzuladen, benötigen Sie Zugriff auf das Internet über das WLAN-Netz. Bitte folgen Sie den Anleitungen, um den Ladestationen blablabla Zugangsdaten zu übergeben. Falls nicht geschehen, verbinden Sie die Ladestation mit dem mitgelieferten Kabel und Strom. Gut. Kabel haben wir ja. Micro-USB. Okay, also die Basisstation hat jetzt Strom. Ein Erklärvideo haben wir hier. So, stellen Sie den Tiptoy-Stift in die Ladestation. Okay. Die WLAN-Taste an der Station sollte nun automatisch orange aufleuchten. Die Station befindet sich im Einrichtungsmodus. So, jetzt blinkt hier was. Hilfsgerät mit dem Stift verbinden. Verbinden Sie etwa Ihr Smartphone oder Tablet mit dem WLAN-Netz, das die Ladestation zur Verfügung stellt. So, falls die Taste nicht leuchtet, zweimal die WLAN-Taste drücken. Okay. So, jetzt soll ich hier mit einem WLAN verbinden. Also, dann taucht hier ein Tiptoy-WLAN auf. Mit Gerät verbunden, Internetverbindung nicht möglich. Aber das soll ich ja ignorieren, haben sie hier gesagt. So. Klicken Sie auf den nachfolgenden Button. Okay, und dann habe ich hier einen Link, der heißt Zugangsdaten eingeben. Gut. Dann lande ich quasi einfach auf der Oberfläche. Das ist jetzt quasi einfach so ein kleiner Mini-Webserver. Und hier gibt man quasi nochmal die WLAN-Zugangsdaten ein. Das machen wir jetzt gerade mal. So, vielen Dank. Die Zugangsdaten werden von der Ladestation überprüft. Grün, die WLAN-Verbindung wurde hier erfolgreich hergestellt. Rot, WLAN konnte nicht hergestellt. Es blinkt jetzt grün. Und das heißt jetzt, meine Ladestation hat jetzt WLAN. Spitze. So, muss ich jetzt noch irgendwas machen? Wo ich jetzt davon ausgehe, normalerweise ist es ja so, man muss verschiedene Bücher auswählen und die auf den Stift hochladen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dadurch, dass diese Bücher ja eigentlich jetzt nicht so viel Speicher weggenommen haben und dass mittlerweile genug Speicher drin ist und der Stift sich dann einfach alle runterlädt und dann auch hoffentlich automatisch mit den ganzen Büchern funktioniert. So, der blinkt jetzt hier fleißig. Der lädt wahrscheinlich jetzt auch noch ein bisschen auf. Und was ich jetzt einfach mal tun werde, ich hole jetzt mal ein Buch. So, der Stift war jetzt eine Weile auf der Ladestation. Ich habe ihm jetzt mal so 5-6 Minuten gegeben. Und ich bin mal gespannt, was er so runtergeladen hat. Ich habe hier Expedition Wissen, Dinosaurier und mein Wörterbilderbuch. Und wie das bei Tiptoy-Büchern so ist, man klappt die auf und dann gibt es ja hier unser quasi Anschalter und damit lockt man sich dann quasi an, damit der Stift auch weiß, welches Buch ich gerade bearbeite. Und willkommen im Buch Expedition Wissen Dinosaurier. Wahnsinn. Wenn du die Anleitung hören möchtest, dann tippe auf den Papagei. Also, ich fühle mich gerade quasi in der Zukunft. Tiptoy bzw. Ravensburger haben es endlich mal geschafft, mal eine halbwegs aktuelle Lösung für ihre Tiptoy-Stifte auf den Markt zu bringen. Ich bin sehr gespannt. Kein Batteriewechsel mehr, kein Kabel anstecken, um neue Bücher hochzuladen. Ich bin begeistert. Wenn das Ding jetzt auch noch länger als einen Monat überlebt, dann Halleluja. Lautsprecher kommt mir auf jeden Fall auch schon ein bisschen lauter vor. Nichtsdestotrotz gibt es hier an der Seite noch so lauter, leiser Knöpfe. Aber von der Qualität hat sich das schon lauter angehört. Und ja, damit bin ich jetzt auch schon mit dem Tiptoy-Ladestift der vierten Generation. Ich glaube, die vierte Generation ist das. Und der Ladestation fertig. Und ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.